Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist das zweite Teil von unserem Hardcore Minecraft-Dings da Serie. Na, Serie. Egal, das. Und jetzt ist auf jeden Fall der zweite Teil da. In letzten Folge, letztes Video bin ich ja fast gestorben. Wegen die Zombies. Ich dachte schon am ersten Teil wäre das Hardcore-Video zu Ende, aber jetzt ist das zweite Teil schon da. Das ist ein Wunder, dass ich noch nicht gestorben bin. Aber naja, auf jeden Fall spielen wir jetzt weiter. Besser gesagt ich, aber warum kann ich das jetzt hier nicht aufheben? Wegen des geschimmeltes, giftiges Kartoffel. Und ich muss gleich pennen gehen, bevor wieder die Zombies kommen und yeah. Warte, ich nehme schon mal das Bett in die Hand, bevor ich noch sterbe oder so. Zack. Zack, zack. Kannst du nicht schlafen, toll. Hier sind so welche. Ach, guck mal, wie süß der ist. Guck mal, guck mal. Oh ne, es tut mir ein bisschen leid. Oh ne, ne. Okay, dann mache ich nicht mehr. Rohes Kaninchenfleisch. Das mache ich nicht mehr. Ah, oh, der tut mir jetzt voll leid. Aber ich kann hier noch mal ein bisschen wandern gehen. Also nach da so. Weil oder da. Da so welche, wo solche Bäume sind, da können auch noch Dörfer sein. Aber es kann ja noch so eine Pyramide, glaube ich, finden. Ich glaube, so heißt das Pyramide. Aber ich penne ich. Erstmal ganz wichtig schlafen. Damit man mehr Ausdauer hat. Ist das eine Höhle? Letzten Teil bin ich in so. Ja, das wäre. Alles der. Hä? Achso, ich bin. Oh, ich bin dumm. Ich bin aufgestanden. Ich bin einfach gegen in die gerade andere. Genau die gleiche Richtung gegangen, nur. Sollte in die andere Richtung gehen. Ich dachte schon, ich habe noch ein Dorf gefunden. Ich habe Hunger. Alter, ist diese Wüste groß. Ich weiß gar nicht, wo es lang gehen soll. Ah! Habe ich jetzt nicht gerechnet? Ah, guck mal! Das ist mein guter alter Freund. Wie oft ich schon wegen ihm verreckt bin. Dorf! Nee, Pyramide, 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 Pyramide. So, Leute, was ganz wichtig ist, ihr solltet immer erstmal gucken, ob hier irgendwo ein Creeper ist. Hier sind sogar Creeper-Köpfe. Aber guck mal, wenn ihr jetzt hier direkt runter geht, dann kann es sein, dass hier irgendwo ein Creeper eingesteckt ist und dann fällt er auf euren Nacken und dann seid ihr tot. Aber ich würde mal sagen, dass hier kein Creeper ist. Ah, hier muss man sich hier runterbauen.
Oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das war knapp. Das war ganz knapp. Wo ist jetzt nochmal der Ausgang? Hier zum Beispiel. Okay. Ich bin schon wieder fast gestorben. Super. Ich gehe jetzt lieber hier weg. Ich glaube, das Titel wird wieder heißen. Ich bin zum zweiten Mal schon wieder fast gestorben. Also. Oh mein Gott, diese Wüste ist ja richtig groß. Dorf! Dorf! Leute, ich habe ein Dorf gefunden. Locker, ich hab mir schon so gedacht, hier werde ich das Video verschnellern, habe ich aber jetzt wahrscheinlich nicht. Dorf! Dorf! Ich dachte, ich sterbe jetzt, weil ich da runtergefallen bin und wenn da jetzt ein Creeper wäre oder irgendein Zombie und ich habe gar nichts gesehen. Gar nichts! Ganz wenig. Ganz wenig. Nein, komm, na. Leute. Wie ist es möglich, dass da hinten. Guck mal, hier, ganz normale Dorf, ne? Denkst du ja so, ja. Oh. Und dann ist da hinten, die sind die böse Dorfmitbewohner. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie die. Warum rennst du so, Kumpel? Aber ich weiß es. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganz genau heißen, aber. Die sind auf jeden Fall nicht nett. Das weiß ich. Und ja, ich glaube, ich werde hier wohnen. Dieses Dorf ist richtig schön. Alter. Aber hier ist auch Holz. Hier, da in der Mitte. Da so ein Haus hinzubauen. Das wäre. Aber das Ding nervt mich jetzt da hinten. Wie kann das direkt neben meinem Dorf sein? Irgendwie ist das gut, aber irgendwie auch nicht. Für 26 Kartoffeln gibst du mir einen Schmarrack. Maragd. keine Kiste. Keine Kiste. Kartoffeln. Sehr schön. Was mache ich? Ich wollte essen. Es soll irgendwo ein Eilengolen. Aber hier ist es kein Eilengolen. Ich kann die Kartoffeln gar nicht aufnehmen. Ey, Bruder! Ich habe mir jetzt die Kartoffeln abgezogen. Ich wollte Kartoffeln behalten und dann hat er mir das geklaut. Weil ich keinen Platz frei hatte, um die mitzunehmen. Ich gehe da jetzt ungern hin, weil ich neu gepanzert bin und Batterie lässt schon wieder nach wie letzte Folge. Ich habe ja vorhin noch ein bisschen Fortnite gespielt. Ein bisschen 5 Stunden. Aber. Nein, ich habe keine 5 Stunden gespielt, sondern 6. Nein, ich habe ungefähr so 3 Stunden gespielt, aber mein Controller geht richtig schnell. Ja, eigentlich nicht, aber. Ich hatte keinen Bock, so lang zu laden.
So, jetzt pennen ich erstmal. Und ich glaube, das Video muss auch bald geendet werden. Ich loot noch mal den Dorf hier schnell durch und ja. Hier müsste eigentlich eine Kiste sein. Ja. Was ist das denn hier? Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Und dann Äpfel. Brot. Eisenkleidung. Nicht komplettes Set, aber. Oh, Eisen. Eisending. Da Schwert. Zack, zack. Wie hässlich sieht das denn aus? Oh nein, mein. Oh, wie sieht das denn aus? Sieht jetzt. Wie sieht das denn aus? Okay. Kiste? Sehr schönes Loot. Das kann ich mitnehmen. Schön farbiges Set. Jetzt brauche ich nur noch eine goldene Helm oder so. Hier könnte noch was sein. Ich lasse die Tür jetzt auf, wo ich schon drin war. Wenn die Dorfbewohner das nicht wieder zu machen. Kiste! Nee, war ich schon. Lass die Tür auf? Was bist du denn für ein Mensch? Dorfbewohner machen nur die Tür immer zu. Oh. Double Marble. Kein Double Marble. Double Marble Tür. Zack, 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 zack. Frag mich nicht, was Double Marble bedeutet, habe ich jetzt gerade irgendwie gefunden. Schäfe? Wenn das so ausgesprochen, also wenn das so gesagt wird. Nee. Nee, ich dachte, das wäre ein Zombie. Dorfbewohner. Dieses Haus sieht richtig geil aus. Hier ist unter der Etage, dann hier hoch. Oh, Kiste. Wie viele Äpfel sind denn hier? Ja, moin. Ich war für 15 Äpfel. Zack, zack, zack. Oh, hier war ich lang safe nicht. Moin! Moin! Bücherregal, ja, ich kann ja einfach Bücherregal mitnehmen. Er hat ja immer noch seinen Job wegen das. Ah, warum ist hier keine Kiste? Ich glaube, ich habe das jetzt hier alles durchgelogen. So gut wie gut. Und ja, das war's auch mit dem Video, will man sagen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.